Jörg Blum, Sie sind Fraktionsvorsitzender der ÖVP in Fußach. Sie haben gestern auf der Gemeindevertretungssitzung in Fußach den Saal mit der kompletten Fraktion verlassen. Können Sie uns sagen, warum war das so? Unsere Aktion diente dazu, auf das unserer Meinung nach schlechte Klima, das im Moment einfach herrscht, hinzuweisen. Und es erscheint uns als sehr schade, es war bereits besser. Und wenn wir in die Zukunft blicken und uns vorstellen, dass das noch weiter sich verschlechtert, dann sind die Zukunftsaussichten wirklich nicht rosig. Und darauf möchten wir hinweisen. Wir hoffen einfach, dass sich mit dieser Aktion die ganze Sache zu einem Besseren wendet. Laut Informationen von Volllife war es ja nicht das erste Mal, dass Sie eine Gemeindevertretungssitzung verlassen haben. Das ist ja schon einmal vorgekommen, oder? Das ist bereits in der vorhergehenden Sitzung passiert. Wir wollten damit ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen soll, mussten dann aber erkennen, dass sich momentan noch sehr wenig bewegt hat. Allerdings möchte ich auch dazu fügen, das wurde auch gestern ausdiskutiert mit der Fraktion des Bürgermeisters. Wir möchten nicht die Türen zuschlagen, sondern wir sind gesprächsbereit. Es gibt einen ersten Gesprächstermin der Fraktionen nächste Woche. Und unser Vorschlag war ein weiterer Gesprächstermin unter Moderation zum Thema Klima in der Gemeindestube und Verbesserungsmöglichkeiten. Sie haben es angesprochen, die Stimmung sei schlecht. Was macht denn die Stimmung konkret schlecht? Was trägt dazu bei? Es herrscht einfach ein gewisser Ton teilweise, der mir persönlich oder meiner Vorstellung vom Gespräch miteinander zuwiderläuft. Und da denke ich mir, müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass solche Sachen nicht vorkommen. Es gibt jetzt bereits Gerüchte, dass die Mandatare ihre Mandate verlieren sollen, sollten sie ein weiteres Mal eine Gemeindevertretungssitzung verlassen. Stimmt das oder was wissen Sie da darüber? Es gibt eine rechtliche Auskunft der BH, dass dreimaliges unentschuldigtes Fernbleiben von der Sitzung, also mit dem Mandatsverlust, belohnt wird. Allerdings, unser Ziel ist es sicher nicht, in diese Richtung etwas zu veranstalten und den Verlust unserer Mandate zu riskieren.